Letztens habe ich euch gefragt, was ich kochen soll und Schmu hat vorgeschlagen, dass ich ein fruchtiges Curry mache. Genau das habe ich heute mit diesem wundervollen thailändischen Mango-Curry gemacht, denn komischerweise war mein altes Video deaktiviert dazu. Danke The Truth fürs Bescheid sagen, drehen wir einfach nochmal. Wir schälen als erstes mal dafür eine Mango. Und bei der Mango achtet auf jeden Fall drauf, dass es eine richtig schöne reife Mango ist. Das erkennt ihr immer, wenn ihr so ein bisschen die eindrückt und die so ein ganz kleines bisschen nachgibt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ist ein bisschen Übungssache, aber irgendwann habt ihr es raus, wie eine richtig gute Mango sich anfühlt. Bei der Mango könnt ihr einfach diese breiten Seiten abschneiden. Da ist das meiste am Fruchtfleisch und euch dann auch einfach mal so ein bisschen vortesten, wo genau da der Kern ist. Den sieht man bei der Mango ja nicht, aber man kann ihn ganz gut spüren, auch mit dem Messer. Und ich schneide als erstes immer die beiden Seiten runter. Und dann kann man natürlich auch noch die anderen beiden Seiten runterschneiden. Am besten in so einer kleinen Kreisbewegung, so ähnlich wie bei einer Ananas. Und am Ende habt ihr dann möglichst viel von dem Fruchtfleisch runter. Die Hälfte von der Mango, die kommt jetzt schon mal in einen Mixer, in dem wir das Ganze dann mixen. Und die andere Hälfte von der Mango, die werde ich schon mal würfeln, denn die kommt dann später noch frisch ins Essen und sorgt auch nochmal dafür, dass da so kleine Fruchtstücke mit drin sind. Ihr könnt, falls ihr keine reife Mango bekommt, das Ganze auch mal mit Ananas probieren. Habe ich noch selber nicht gegessen in der Form, aber kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen und müsste eigentlich auch ziemlich lecker schmecken. Als nächstes kommen wir zur Chili. Da schneide ich einmal das Ende ab. Halbiere sie und kratze auch schon mal die Kerne raus. Die brauchen wir nicht unbedingt, denn nachher kommt auch noch ein bisschen Currypaste mit rein in das Essen. Und die hat es auch schon in sich. Falls ihr es scharf mögt, könnt ihr es aber natürlich auch drin lassen. Dann schneide ich die Chili einfach nochmal in ein paar grobere Stücke, damit es gleich einfacher ist zu mixen. Alles rein da. Dazu kommt dann wie gewohnt noch eine Prise Salz. Und dann können wir das Ganze einfach mit einem Stabmixer einmal mixen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in den Mixer geben, falls ihr keinen Stabmixer habt. Kommen wir als nächstes zum Tofu. Den presse ich einfach aus, mit viel Kraft einmal drauflegen und dann merkt man, wie viel Wasser da noch rauskommt. Ihr könnt das Ganze natürlich genauso gut auch als Fleischvariante machen, zum Beispiel mit Hähnchen. Ich habe letztens ja auch ein sehr, sehr leckeres Hähnchengericht gepostet. Das Cashew Chicken kam sehr gut bei euch an und falls du es noch nicht gesehen hast, hier oben ist der Link. Kannst du dir gerne nach diesem Video anschauen. Wenn die Flüssigkeit aus dem Tofu dann erstmal draußen ist, halbiere ich den einmal so längst, dass der einfach ein bisschen dünner wird. Und dann wird nochmal eine zweite Runde gepresst, denn wir wollen wirklich auch viel von der Flüssigkeit raus haben, damit er auch schön knusprig wird. Den Tofu schneide ich dann einfach in Würfel. Die Würfel kommen dann in eine Schale und wie ihr das sicherlich schon kennt, kommt dazu dann ein bisschen Speisestärke. Die sorgt einfach dafür, dass der Tofu gleich auch richtig schön knusprig ist, denn wenn Tofu nicht richtig knusprig ist, schmeckt er, wie ich finde, auch irgendwie nicht wirklich gut. Alles gut vermischen, damit der Tofu auch von allen Seiten mit Stärke bedeckt ist und die Flüssigkeit weder rein noch rauskommt. Jetzt kommen wir zu unserem wunderschönen Wok, den wir heute hier stehen haben. Da kommt ein bisschen Erdnussöl rein. Der ist jetzt auch schon ordentlich heiß. Ich habe den so auf Stufe 7 von 9. Da kommt der Tofu rein und wird ungefähr so 4 oder 5 Minuten gebrutzelt, bis er von allen Seiten goldbraun ist. Während der Tofu brät, können wir uns schon mal ums Gemüse kümmern, um diese wunderschöne Paprika. Oh, doch eine kleine grüne Paprika in der roten drin. Das sind die kleinen Überraschungen des Lebens. So, da schneide ich einfach alle 4 Wände ab, unten den Boden auch noch ab. Und wenn ihr möchtet und alles verwerten möchtet, könnt ihr auch oben ebenfalls das abschneiden. Natürlich alles, was irgendwie grün ist, kurz entfernen. Ich weiß gar nicht, ob man diese kleinen Paprikaschoten, die innerhalb der anderen Paprikaschote drin ist, essen kann. Aber ich bin erstmal vorsichtig. Theoretisch müsste man es ja essen können. Müsste ja eigentlich nur eine sehr junge, grüne Paprika sein. Falls ihr es wisst, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Das Ganze könnt ihr jetzt entweder in solche dünnen Streifen schneiden oder auch in Würfel oder irgendwelche anderen Formen, die ihr gerne hättet. Das ist wirklich bei dem Essen völlig egal. Hauptsache ist, dass ihr keine zu dicken Stücke habt, damit die Paprika auch schön schnell gart. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch sehr gerne schon mal Reis kochen. Ich werde das bei mir im Reiskocher machen, aber ihr könnt es natürlich genauso gut im Topf neben der Pfanne machen. Hin und wieder den Tofu dann natürlich wenden, damit er auch von allen Seiten gleich goldbraun wird. Nehmt zum Wenden vom Tofu auf jeden Fall immer irgendwas aus Holz oder von mir aus auch aus Plastik, denn das ist so ein typischer Kochanfängerfehler, dass man hier mit einer Gabel versucht, das Ganze zu wenden und dann einfach in den Boden einen schönen Kratzer reinmacht. Und dadurch beschädigt man eben diese Beschichtung, die auf den meisten Pfannen drauf ist. Und gerade so eine gute Beschichtung, die sorgt ja dafür, dass ihr eure Sachen auch richtig gut wenden könnt und dass da nichts dran haften bleibt. Ich bin super zufrieden auch mit den Pfannen und gerade diesem Wok, den ich hier benutze von Hoffmann Germany, weil die einmal eine super Beschichtung drauf haben. Generell, weil es eine
sehr hochqualitatives Bratgeschirr ist und sie verfolgen auch noch einen nachhaltigen Gedanken. Und zwar bieten sie euch eben eine Nachbeschichtung eurer Pfanne an. Falls zum Beispiel mal ein Gast mit einer Gabel dann einen ordentlichen Kratzer reingemacht hat, kann man sie einfach zu denen zurückschicken, die beschichten es neu und du hast praktisch eine neue Pfanne. Finde ich super schön, weil genau dadurch natürlich auch weniger an Bratgeschirr im Endeffekt weggeworfen wird. Und ich kann mich noch erinnern an meine frühen Tage, als ich irgendwelche Discounter-Pfannen wirklich im Jahrestakt ausgetauscht habe. Und das war einmal teurer, als sich mal eine gute zu kaufen und vor allem ziemlich nervig, weil ich ständig Pfannen zum Altmüll bringen musste. Meine jungen Jahren, als ich noch nicht wusste. Wie immer habe ich euch natürlich auch einen Gutscheincode unter das Video gepackt, denn mit Hoffmann Germany arbeite ich mittlerweile schon, ich glaube, 9 Monate zusammen und ich kann sie einfach nur wärmstens empfehlen. Der Tofu, der ist jetzt richtig schön goldbraun mittlerweile. Das heißt, ich nehme mir mal eben einen Teller raus und lagere den kurz dazwischen. Falls ihr das Ganze mit Hähnchen macht, müsst ihr es nicht unbedingt zwischenlagern, denn dann kann das Ganze auch noch drin bleiben. Ich nehme noch mal ein bisschen Öl, denn als nächstes wird dann die Paprika angebraten. Und das Schöne an so einem Wok ist natürlich auch, dass man den richtig hoch erhitzen kann und dann die Sachen sehr, sehr schnell und nacheinander anbraten kann. Und gerade wenn ihr die Paprika auch so dünn geschnitten habt, dann geht es jetzt richtig, richtig schnell. Das heißt, hinterher kommt auch direkt so ein bisschen was von der Currypaste. Ich benutze die gelbe Currypaste. Ich habe sie euch auch unten unter dem Video nochmal verlinkt. Die Leute, die schon lange zugucken, die wissen auch, von welcher Firma die ist, weil ich einfach diese Currypasten total feiere, weil sie keine Geschmacksverstärker oder irgendwas drin haben. Die kommt dazu und wird auch noch mal so ein bisschen mit angebraten, einfach damit die ihr komplettes Aroma echt entwickelt. Außerdem haben wir auch noch ein paar Frühlingszwiebeln. Die könnt ihr entweder frisch am Ende drüber machen oder auch schon ein bisschen früher reingeben. Ich werde die einfach mal schnell schnippeln. Und heute mache ich die auch mal so ein bisschen gröber, weil die sowieso noch so ein bisschen angaren. Die kommen direkt mit in die Pfanne. Und allein durch die Currypaste kommt jetzt schon so ein schöner Duft hier hoch. Ich liebe einfach solche Currys. Und ihr scheinbar auch, denn es war wirklich der meistgenannteste Vorschlag, waren einfach verschiedene Curryarten, als ich euch gefragt habe, was ich kochen soll. Sehr, sehr cool. Ihr könnt mir auch gerne mal unter dieses Video schreiben, was für ein Curry ich als nächstes machen soll. Ganz hoch auf meiner Liste ist auf jeden Fall ein Erdnusscurry. Das könnte sehr geil werden. Kokosnussmilch können wir auch schon mal vorbereiten als nächstes. Huch, die kommt mir schon entgegen. Einmal öffnen und dann ebenfalls mit rein in die Pfanne. Wunderschön. Und allein diese Kombination, eine gute Currypaste und Kokosmilch, ist ein Traum. Das könnte man allein schon einfach über Reis geben und man hat ein gutes Essen. Würzen müsst ihr das Ganze jetzt nicht mehr, weil einfach in der Currypaste auch schon so viel drin ist. Vielleicht am Ende nochmal abschmecken mit Salz, aber eigentlich braucht man da selten was. Was jetzt noch reinkommt, ist unsere Fruchtigkeit, nämlich in Form von unserer wundervollen Mango-Paste, Mango-Chili-Paste, die wir uns gerade gemixt haben. Die gebe ich schon mal dazu und die kann jetzt einfach nochmal ein bisschen einköcheln, auch mit der Kokosmilch. Und bringt da einfach eine richtig schöne Fruchtigkeit rein. Der Reis ist mittlerweile auch fertig. Den lockere ich einmal kurz auf. Ich habe hier übrigens heute mal Basmati-Reis genommen. Ihr könnt auch Jasmin-Reis oder einen anderen nehmen. Das Curry ist ein bisschen am Köcheln. Das sollte auch nicht zu lange köcheln, damit auch Paprika und Frühlingszwiebel so ein bisschen die Knackigkeit behalten. Deswegen probiere ich auch jetzt schon mal, wie denn unser kleines Curry hier schmeckt. Boah. Auf jeden Fall schon richtig schön geschmacksintensiv. Salz fehlt mir tatsächlich ein bisschen was. Deswegen an der Stelle ein bisschen nachsalzen. Es könnte tatsächlich auch noch schärfer sein für meinen Geschmack. Die gelbe Currypaste ist gar nicht mal so scharf, wie ich sie in Erinnerung hatte. Die rote zum Beispiel, die hat richtig Feuer. Das rote Curry, das findet ihr hier oben, falls euch die Richtung auch sehr interessiert. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Und da kommen jetzt zwei Sachen natürlich noch rein. Einmal haben wir hier die frische Mango. Die gibt einfach nochmal einen richtig schönen fruchtigen Kick, weil diese kleinen Mangostücke einfach toll sind, wenn man auf die beißt. Und so eine frische Mango ist schon nochmal viel, viel besser als irgendwas aus Dosen. Außerdem kommt natürlich unser Tofu auch wieder zurück. Und die Stärke, die am Tofu ist, die sorgt auch dafür, dass unser Curry nochmal so ein bisschen eindickt. Denn Stärke ist ja ein Bindemittel und die Stärke, die auch am Tofu ist, die übt sich jetzt natürlich auch so ein bisschen auf unsere Konsistenz vom Curry aus. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch schon mal einen richtig schönen Trick, den man mit Reis machen kann, damit euer Essen auch so wie im Restaurant aussieht. Und zwar nehmt ihr euch einfach eine kleine Kaffeetasse, wie zum Beispiel ich, die von meiner Freundin, oder eine kleine Schüssel und füllt da den Reis rein. Und macht es richtig schön voll und drückt den auch gerne noch so ein bisschen rein, dass da auch wirklich alles ausgefüllt ist mit Reis in dieser Tasse. Die Reiskörner drumherum werfe ich mal zurück in den Topf. Und jetzt nehmt euch einen Teller, macht den Teller auf die Tasse, setzt die praktisch so drauf, flippt das Ganze einmal. Ein wenig Gefühl habt ihr dann so einen schönen kleinen Reisturm. Den platziere ich immer so ein bisschen abseits der Mitte. Und dann könnt ihr natürlich euer Curry
um diesen Reisturm herum machen. Und ich sage euch, diese Currysoße, die ist einfach so wunderbar würzig, gleichzeitig auch fruchtig und wird auf jeden Fall die Leute begeistern, die ihr damit bekocht. Einfach ein tolles Essen. Darauf noch Frühlingszwiebeln und schon habt ihr so ein wunderschönes Essen vor euch. Falls ihr mehr solche asiatischen Rezepte haben wollt, gerne meinen Kanal abonnieren und sehr gerne auch das rote Curry mal anschauen, denn das ist mindestens genauso lecker. Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Ciao.